in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Eier in Senfsoße zubereiten könnt. Hierfür benötigt ihr 1,5 Esslöffel Öl, 1/4 Gemüsezwiebel, einen gehäuften Esslöffel Mehl, 125 ml Wasser sowie 125 ml Milch. Dann braucht ihr zum Würzen noch Salz, eine Prise Zucker und natürlich Senf. Zum Abmessen einen Esslöffel. Dann benötigt ihr natürlich noch Eier. Und ein kleines Schneidebrettchen mit einem Küchenmesser. Die Eier habe ich in einen Eierkocher gegeben, damit sie schön hart werden. Und dann habe ich die Zwiebeln in kleine Würfel geschnitten und mein Öl in einen Kochtopf gegeben und die Flamme auf mittlere Höhe gestellt. Und nun gebe ich die Zwiebeln in den Topf. Und dazu kommt das Mehl, ein gehäufter Esslöffel. Und jetzt wird alles gut verrührt, bis die Masse goldgelb geworden ist. Nach etwa einer Minute sieht das Ganze dann so aus. Und nun werden die Flüssigkeiten hinzugegeben. Einmal die Milch und das Wasser. Und jetzt muss alles unter ständigem Rühren aufgekocht werden. Eure Soße sollte jetzt relativ dickflüssig sein. Sieht jetzt in etwa so aus. Und hat halt eine dickflüssige Konsistenz. Und nun muss sie gewürzt werden. Hierfür gebe ich eine Prise Salz, eine Prise Zucker sowie den Senf hinzu. Das ist Geschmackssache, wie viel ihr nehmt, auch ob ihr mittelscharfen oder scharfen nehmt. Ich nehme jetzt so einen guten gehäuften Teelöffel. Und jetzt muss wieder alles gut verrührt werden. Und jetzt gebt ihr eure Soße einfach auf einen schönen Teller. Verteilt sie ein bisschen. Die Eier habe ich geschält und halbiert und lege sie jetzt einfach auf die Soße. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Zur Deko könnt ihr jetzt nun noch ein paar frische Kräuter, zum Beispiel Basilikumblätter, in die Mitte legen. Und dann ist das Gericht fertig. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!